Wie schnell sind meine WLAN-Clients? Warum hakt es bei manchen? Und was spielt da eigentlich alles eine Rolle? Die Antworten gibt es jetzt. Heute läuft ja praktisch alles über WLAN. Wenn das WLAN läuft. Denn die Erfahrung hat vielleicht auch gemacht. Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen im WLAN, manche Clients laufen super, manche nicht und wenn man seine Mesh-Übersicht reinguckt, sieht man eventuell auch sehr unterschiedliche Angaben und wir wollen uns mal genau angucken in diesem fritz -Tech, was da eigentlich alles reinspielt, wo diese Werte herkommen, was am Ende wirklich rüberläuft und wie viel man eigentlich auch braucht. Ich gehe mal in meine Mesh-Übersicht rein und die ist sehr überschaubar, denn ich habe hier wirklich nur mein Notebook an der Box angemeldet. Aber wir fangen mal ganz einfach an. Denn was ich hier sehe, ist, ich habe eine WLAN-Verbindung auf 5 GHz mit 866 Megabit. Wo diese Zahl herkommt, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Die Frage ist, kommen die eigentlich an? Und wie viel brauche ich? In der Regel wollt ihr ja wahrscheinlich euren Internetanschluss über WLAN voll nutzen können. Das ist ja so die häufigste Anwendung. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ein Fernseher einfach nur streamen soll, da haben wir nochmal andere Anforderungen. Da gibt es so ja, Daumenwerte. Für einen HD-Stream sollte man so 3,5 bis 10 Mbit haben, je nach Anbieter. Für UHD, also 4K, sind es dann so 15 bis 35 Mbit. Da bin ich ja mit den 866 schon weit drüber. Aber ich mache mal Folgendes: Ich mache einfach mal einen Speedtest. Geh mal auf Speedtest-Seite eurer Wahl. Und ich habe ja wirklich eine sehr schnelle Verbindung. Ich habe eine Gigabit-Verbindung. Und deswegen kann ich es sehr schön testen. Und was ich jetzt hier sehe, ist, dass wir so irgendwas um die 500 Megabit messen. Ich weiß, ihr wollt jetzt wahrscheinlich mit den Augen und sagt, ja, wäre froh, wenn ich sowas hätte. Aber es geht ja hier nur um die Demo. Denn was ich sehe, diese 866 Megabit, die mir ja angezeigt werden als WLAN-Geschwindigkeit, die erreiche ich offensichtlich gar nicht. Bei 500 ist irgendwo Ende da spielen verschiedene Sachen rein und die gucken uns jetzt auch mal gleich ganz in Ruhe an. Wir sehen also, ich kann in beide Richtungen so ja, 560 in die andere 400 übertragen. Der Internetanschluss würde eigentlich mehr hergeben. Schauen wir uns das noch mal in Ruhe an. Woran liegt das? Wo kommt diese Geschwindigkeit eigentlich her und was beeinflusst dann die tatsächliche Geschwindigkeit? Ich gehe mal hier in Netzwerk rein. Bei WLAN Funknetz und da sehe ich noch mal eine ganze Menge mehr Informationen, was die WLAN-Geräte können. Jetzt habe ich hier nur das eine. Ich wechsle mal auf eine andere Box, wo ein paar mehr Geräte angemeldet sind. Die steht bei uns im Büro. Und da sehen wir schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn natürlich brauche ich einen guten Access Point, um ein gutes WLAN aufbauen zu können. Aber ich sehe, dass die Clients auch eine ganz große Rolle spielen. Denn ich habe hier Geschwindigkeiten, die gehen irgendwo von hier 866 bis runter zu 65. An der gleichen Box. Das heißt, das liegt jetzt nicht an der Fritzbox, das liegt dann wirklich an den Geräten. Und woran liegt das? Natürlich in allererster Linie an den Standard und an den verwendeten Technologien. Den Standard sehe ich ja direkt dahinter. Also in alter Sprechweise haben wir WLAN N, AC, AX. In neuer Sprechweise wäre das ja dann Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6. AC sehen wir hier, ist Wi-Fi 5, N wäre Wi-Fi 4 und Wi-Fi 6 wäre dann AX. Hatten wir vorhin eigentlich auch noch einen kleinen dran, hat sich vielleicht gerade abgemeldet, aber hier oben haben wir jetzt mindestens unseren Repeater und da sehen wir ja wohl, der ist mit AX Wi-Fi 6 verbunden. Von diesem Standard abhängig habe ich schon mal eine maximal mögliche Geschwindigkeit. Aber nun ist es nicht so, dass man sagen kann, mit Wi-Fi 6 habe ich immer so und so viel oder mit Wi-Fi 5 immer so und so viel. Es spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Nämlich, das kommt gleich als nächstes: da steht was von 80 MHz. Und hier sehe ich 20 MHz. Das ist die Kanalbreite. Die gucken wir uns auch nochmal genauer an gleich. Denn wir stellen zwar zum Beispiel die Fritzbox auf einen Funkkanal ein, aber wir nutzen nicht nur einen Funkkanal. Wir nutzen ein breiteres Spektrum und je breiter das ist, desto größer die Datenmenge, übertragen werden kann. Dann kommt die Verschlüsselung, das ist klar. Aber dann kommt hier sowas wie 2x2, 1x1. Das ist die Anzahl der Antennen, die genutzt werden. Denn wir haben Mimo-Verfahren seit Wi-Fi 4. Mimo heißt Multiple Input, Multiple Output. Bedeutet einfach, ich kann mit mehreren Antennen funken. Eine Fritzbox 7590 hier zum Beispiel funkt mit vier Antennen. Unser Fritz Repeater 1200 x funkt mit zwei Antennen. Und was die Clients können, das sehe ich hier auch. Also, ich sehe, dass es hier Geräte gibt, die funken mit zwei Antennen. Das ist sehr üblich. Einfachere Geräte, günstigere Geräte dann gerne auch mal nur mit einer Antenne. Top-Geräte auch mit drei bis hin zu vier Antennen. Noch genauer kann ich mir das übrigens angucken, wenn ich mal zum Beispiel bei so einem Gerät hier einfach mal in Bearbeiten reingehe. Dann wird das nochmal genau aufgedröselt. Gehe ich hier ein bisschen runter. Und dann sehe ich hier in dem Fall auch nochmal für 2,4 und 5 GHz. Unser Repeater verbindet sich ja mit beiden Frequenzbändern gleichzeitig. Ein Klein tut das in der Regel immer nur mit dem einen oder dem anderen. Dann sehe ich also hier auch nochmal den Standard, das Frequenzband, das genutzt wird, die Kanalbreite auf diesem Frequenzband. Und wir sehen dies unterschiedlich. Bei 2,4 GHz zum Beispiel nutzt er 20 MHz, auf 5 GHz 160 MHz. Das ist also die achtfache Bandbreite und daher auch die tatsächlich achtfache Geschwindigkeit. Und dann kommen noch so ein paar andere Eigenschaften wie STBC, LDBC, LV. Das sind so Übertragungsverfahren, die einfach verwendet werden. LV ist noch ganz interessant, weil das ist eine Voraussetzung, dass unser Mesh-Steering richtig gut geht, dass wir also Clients innerhalb des Netzwerkes auch auf dem passenden Access Point, das passende Frequenzband steuern können. Aber aus dieser Kombination, welcher Standard jetzt verwendet wird, auf welchem Frequenzband und mit welcher Bandbreite und mit wie vielen Antennen ergibt sich die maximal mögliche Datenrate? Und dann haben wir da auch noch mal die aktuelle Datenrate. Denn WLAN, da spielt die Modulation eine Rolle. Je höher die Modulation ist, desto höher die Datenrate übertragen werden kann. Wir machen es mal ganz vereinfacht. Man kann sich das vorstellen: Bei der Modulation werden so Zielscheiben gemalt. Und wenn ich eine sehr hohe Modulation habe, dann habe ich sehr viele kleine Zielscheiben die ich treff, versuche zu treffen. Und klar, je weiter ich jetzt weg bin, desto schwerer sind die zu treffen. Und das führt dazu, dass, wenn ich mich von dem Access Point weiter entferne, die Modulationsstufe runtergesetzt wird. Das heißt, die Zielscheiben werden größer, ich kann besser treffen, aber ich kann nicht mehr so viel Daten übertragen. Wenn ihr das übrigens ganz genau wissen wollt, nicht erschrecken, ich wechsle hier mal in eine total übersichtliche Tabelle denn das ist hier genau so eine Tabelle für 812 AC, also Wi-Fi 5 in dem Fall. Und da sieht man nämlich abhängig von der verwendeten Bandbreite, von der Signalstärke, von der Modulation, geht hier bis 156 Quad, Wi-Fi 6 ist übrigens 1024 Qu. kriegt dann immer einen ganz genauen Zahlenwert, was da maximal möglich ist. Und das, was immer auf den Packungen angegeben wird, ist das theoretische Maximum, was also unter Optimalbedingungen erreicht werden kann. Hier zum Beispiel bei 80 MHz, wenn ich in der Tabelle runtergucke, sehe ich hier für 2x2, also zwei Spatial Streams, 866. Das kennt ihr vielleicht. 866 Mbit ist so eine typische Angabe, was so ein 2x2 Gerät in Wi-Fi 5 kann. Also wenn ihr wollt, guckt einfach im Internet, da gibt es zig solche Tabellen. Und was aber die wichtige Erkenntnis ist, abhängig vom RSSI, das ist praktisch die Signalstärke. Wobei den Wert bitte ein bisschen mit, vorsichtig genießen, mit Vorsicht genießen, weil das ist kein absoluter Wert, also nicht eine Zahl, die einfach gemessen wird und dann ist die so. Das ist ein Verhältnis. Nämlich das, was im Verhältnis zum Optimum gerade ankommt. Das Optimum wäre null. Null dBM erreichen wir in der Praxis nicht. Sehen wir hier auch, das geht in der Regel so von minus 80 bis hier minus 50 irgendwas. Generell kann man sagen, minus 50 ist ein sehr guter Wert. Ab minus 70 ist es okay. Unterhalb von minus 85 wird es langsam unbrauchbar. Und auch da merkt ihr schon, je größer die Zahl, desto schlechter, weil klar sind negative Zahlen, also große negative Zahl, nicht so gut. Aber wie gesagt, RSSI misst jeder ein bisschen anders, gibt jeder ein bisschen anders aus. Deswegen diese Werte bitte nicht auf die Goldwaage legen. Das ist nur so ein Richtwert. Sehen wir übrigens in der Fritzbox auch. Gehe ich mal wieder rein. Denn auch hier sehen wir ja, hier ist das Signalstärke: einmal eine minus 57 und einmal eine minus 70. Das sind also durchaus gute Werte. Aber wir erreichen eben nicht mehr das theoretische Maximum. Wir sind schon unterhalb der. Maximal möglichen Datenrate bei einer hier aktuellen Datenrate von zum Beispiel 137.154 bzw. 1297. Das ist immer Sendeempfangsrichtung. Wird in beide Richtungen gemessen. Ich gehe nochmal zu meinem Notebook zurück, einfach zum Vergleich. Ich habe hier wirklich eine sehr, sehr gute Verbindung, gehe ich einfach mal von aus. Und da sehen wir in der Tat, wenn ich da reinschaue, jawohl, ich habe. Minus 34 dBm, das ist wirklich ein super Wert. Und tatsächlich ist dann die aktuelle Datenrate auch gleich der maximal möglichen. Also maximal möglich, das, was mit dem Standard möglich wäre. Aktuelle Datenrate, das, was aufgrund von Entfernung, vielleicht Störeinflüssen, anderen Faktoren eben schon verloren geht und dann nicht mehr am Maximum dran ist. Nun sind das alles noch Bruttodatenwerte. Und diese Bruttodatenwerte müssen jetzt nochmal in eine Netto-Datenrate überführt werden. Denn das ist immer so bei Datenübertragung. Wir haben immer, dass das Netto ein bisschen weniger als das Brutto ist. Und bei WLAN ist es halt eine ganze Menge weniger. Bei LAN haben wir so 98 Prozent. Bei WLAN sind das so 50, 60 Prozent. Und deswegen haben wir gerade beim Speedtest gesehen, dass ich hier auf maximal 560 MBit gekommen bin. Denn hier sagt er ja, hey, meine aktuelle Datenrate ist 866. Warum habe ich die nicht gemessen? Ganz einfach, weil das die Bruttodatenrate ist und netto sind halt, wie wir gesehen haben, irgendwie 560 bei rumgekommen, was schon ein super Wert ist. Aber schauen wir nochmal ein bisschen tiefer rein und auch nochmal in dieses Thema Kanalbandbreite. Weil das spielt eben auch nochmal eine wichtige Rolle. Und das kann man sich sehr schön angucken in der Fritzbox, wenn man hier auf den Funkkanal geht. Denn da sehen wir ja die WLAN-Umgebung für das 2,4 und das 5 GHz Band. Und hier haben wir recht interessante Anzeigen, denn prinzipiell sehen wir hier erstmal, was von der Fritzbox für Signale gesendet werden, in Grün und im Blau, was von der Fritzbox empfangen wird. Und gesendet, kann man so sagen, das ist das, was im eigenen Netz passiert. Das Blaue natürlich auch ein Stück weit, aber von der Fritzbox empfangen bedeutet, alle Funksignale, auch von anderen WLAN-Netzen, die auf der Frequenz, auf der die Fritzbox eingestellt ist, also auf dem gleichen Funkkanal gesendet werden, empfängt meine Fritzbox auch. Mit denen kann sie zwar nichts anfangen, weil die anders verschlüsselt sind, aber sie kommen physisch an. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie Bandbreite belegen. Und das sehe ich hier, dass, ja, das Grün, das ist hier unten so im fast nicht sichtbaren Bereich. Aber ich habe hier so ein Grundrauschen von 20, 30 Prozent. Einfach Signale, die nicht aus meinem WLAN-Netz kommen, sondern von anderen. Und die nehmen mir natürlich auch nochmal effektive Bandbreite weg. Weil WLAN Funk ist ein Shared Medium, also ich muss mir die Bandbreite teilen. Je mehr andere Geräte gleichzeitig aktiv sind, desto weniger bleibt für mich übrig. Wi-Fi 6 ändert da ja ein bisschen was dran. Das wurde deutlich optimiert, damit auch viele Geräte gleichzeitig gut funktionieren. Aber auch da haben wir irgendwann die Grenze, dass wenn ganz, ganz viele Geräte Daten übertragen wollen, müssen die sich einfach arrangieren und sich gegenseitig was abgeben. Und das kann jetzt abhängig von eurer Umgebung sehr unterschiedlich aussehen. Hier zum Beispiel im 5-Gigas-Band habe ich ja gerade gesehen, ganz lustig, da habe ich hier irgendwie mal. Ja, vor zehn Minuten einen Peak gehabt, nämlich als ich den Speedtest gemacht habe. Seitdem passiert hier praktisch nichts mehr. Also hier ist wirklich wenig. Man kann das Ganze bis zu sieben Tage rückwirkend sich angucken. Bringt jetzt bei mir nicht viel, weil die Box ist gerade erst seit heute Morgen aktiv, deswegen sehe ich da nicht viel. Aber ihr könnt da vielleicht mal reingucken und seht da noch wirklich so einen Verlauf, dass abends mehr los ist als morgens, nachts vielleicht gar nichts, am Wochenende auch wieder mehr als unter der Woche. Und wenn ihr dann so ein Bild habt, und da kann ich mal gucken, ich gehe nochmal auf unsere Fritzbox im Büro. Da ist jetzt zwar auch gerade nicht so viel los, weil wir sind hier zwischen den Weihnachtstagen, aber ich gucke da mal auf die 2,4 GHz und da sehe ich doch weil Wir haben nämlich neben uns die WLAN-Entwicklung sitzen, die da fleißig testet. Wir haben hier ja einen Grundrauschen von ja, minimum 30 Prozent bis hoch zu 60, 70 Prozent. Wenn ihr sowas seht auf 2,4 GHz, dann wisst ihr, okay, auf 2,4 GHz kann ich nicht mehr so wahnsinnig gut Daten übertragen, weil da einfach zu viel los ist. Zu viele andere WLAN-Netze, Geräte sind aktiv. Auf 5 GHz sieht das deutlich entspannter aus, auch in unserer Umgebung hier. Und Wi-Fi 6e habt ihr vielleicht auch schon gehört ist ja Wi-Fi 6 Extended, also der Wi-Fi 6 Standard mit einem neuen Frequenzband, weil genau das ist ein großes Problem. Die Frequenzbänder werden immer voller und wir brauchen einfach neue Frequenzen, um wieder Platz zu haben. Brauchen wir zwar auch neue Hardware, aber da wird immer weiter daran gearbeitet. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Thema Kanalbandbreite, denn auch tatsächlich abhängig von dieser Auslastung wird die Kanalbandbreite bestimmt. Das sehe ich hier unten. Hier habe ich auch nochmal das 2,45 GHz-Band. Und ich sehe, wo meine Fritzbox gerade funkt in dem Falle. Und ich sehe hier auch anhand des grünen Balkens, dass meine Fritzbox zwar auf Kanal 36 eingestellt ist, aber bis Kanal 64 praktisch die Kanäle nutzt, weil sie mit 160 MHz Kanalbandbreite arbeitet. Und auf 2,4, da ist es um einen auch 9 bis 13, da arbeiten wir mit 20. Kann man uns auch nur rauslesen, wenn man guckt, weil weswegen heißt das 2,4 GHz Band? Weil wir von 2,412 bis 2,472 hier unterwegs sind. Also Pi mal Daumen 2,4. Und meine Fritzbox belegt aktuell 2,452 bis 2,472. Also 20 MHz. Und eigentlich, das ist vor allem für WLAN N, WLAN N möchte eigentlich 40 MHz nutzen. Aber das machen die Geräte automatisch. Das ist der sogenannte Koexistenzmodus. Wenn die Fritzbox merkt, dass da noch eine ganze Menge andere WLAN-Netze unterwegs sind, das sehen wir hier, wir haben hier teilweise 20, 13, 13 andere Funknetze auf dem gleichen Kanal. Wenn sie also merkt, dass viele andere aktiv sind, dann wird die Bandbreite automatisch halbiert. Damit man sich einfach mit den anderen Geräten nicht so sehr in die Quere kommt. Aber Kanalbandbreite halbieren heißt auch Geschwindigkeit halbieren. Das ist eine direkte Beziehung. Und deswegen, wenn ich nochmal hier in das Funknetz zurückgehe, habe ich ja hier auch so ein paar WLAN N-Clients, -Client, da kann ich nochmal reingucken, die hier irgendwie auf 2,4 GHz mit 72 Mbit unterwegs sind. 72 Megabit. Und das ist eine häufige Frage, weil auf der Packung steht mit ziemlicher Sicherheit was von 150 Megabit drauf. Weil das ist das, was WLAN N in der Ausbaustufe, nämlich hier 2,4 GHz mit x 1, also einer Antenne. Und ich gehe nochmal in die Eigenschaften rein. Und auch einer sehr guten Empfangsleistung, minus 47 sehe ich hier, also es ist das eigentlich ein sehr guter Wert. Aber wir sehen, 72 ist das Maximum. Und da fragt man sich dann natürlich manchmal, Moment, warum steht denn auf der Packung 150 drauf, wenn ich hier bei Optimalbedingungen dann nur 72 erreiche? Ganz einfach, weil wir haben nicht mehr Optimalbedingungen. Optimal wären 40 MHz, aber die Box hat erkannt, ui, hier ist ganz schön viel los. Ich halbiere mal die Bandbreite, um Störungen zu vermeiden. Also habe ich nur noch die Hälfte von dem optimalen, maximal möglichen. Das sind so die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da bietet euch die Fritzbox wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, das einfach mal zu analysieren. Ihr könnt jetzt in der Regel nicht viel dagegen tun. Also ihr könnt vielleicht eure Nachbarn überzeugen, dass sie ihre WLAN-Netze ausschalten. Ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist. Aber es ist einfach mal sinnvoll zu schauen, okay, wenn in meinem WLAN irgendwas vielleicht nicht ganz rund läuft, dann schaue ich einfach mal, woran liegt denn das? Und ein guter Ansatzpunkt ist erstmal bei Funknetz zu gucken. Wenn ihr übrigens noch andere Repeater oder Boxen als Mesh Repeater aktiv habt, kriegt ihr diese Detailinformationen dann an dem jeweiligen Gerät, wo der Client physisch angemeldet ist. Und dann könnt ihr schon mal sehen, dass ich sehe, okay, wenn die Kamera hier mit maximal 72 Mbit unterwegs ist, Brutto und Netto davon. Wenn es gut läuft, die Hälfte übrig bleibt und ich, dass das eine k kamera ist, die vielleicht mit 35 Mbit streamen will, dann bin ich da im Grenzbereich. Dann wird das ganz schön eng. Das mag ruckeln. Und so könnt ihr schon mal gucken, okay, wo sind denn meine Problemfälle und warum sind das Problemfälle? Was kann ich dagegen tun? Wenn wir jetzt hier so eine Kamera haben, die nur 2,4 GHz unterstützt und auch nur eine Antenne hat und auf 20 MHz funkt, ist da relativ wenig zu tun, außer zu sagen, ich brauche eine neue Kamera oder gucke, ob ich die vielleicht nicht doch per LAN anschließen kann. Das ist eine Möglichkeit, ihr nehmt einen vernünftigen Repeater von uns und dann die Kamera einfach per LAN daran, dann ist die per LAN verbunden und der Repeater ist zum Beispiel hier oben 1200 da mit, ja, mal eben bis zu 1300 verbunden. Man sich erschrecken, dass hier eine 1 steht. Das ist nicht kaputt, das ist der Standby-Modus. Wenn keine Daten fließen, regeln wir automatisch runter. Wenn es benötigt wird, geht das auch wieder hoch. Also wir reden hier von eben 1 Gigabit, was hier übertragen werden kann, wenn da eine Kamera parallel dran hängt. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn ihr aber seht, dass das Hauptproblem gar nicht ist, dass die Clients einfach alte Standards unterstützen oder eben eine geringe Kanalbandbreite, sondern das Problem vielleicht eher ist, wenn man in die Details reingeht, dass ich hier irgendwie sowas sehe wie äh, eine Minus 70, eine Minus 80, also ich in einem Bereich bin, wo einfach die Signalstärke so gering wird, dass die Geschwindigkeit dadurch runtergeht, dann macht es natürlich auch Sinn, einen Repeater einzusetzen, um da wieder ein stärkeres Signal hinzubringen. Und da kann ich nur wärmstens unsere Fritz-App WLAN empfehlen. Mit der könnt ihr einerseits wunderbar euer WLAN messen, auch was tatsächlich an Daten übertragen wird, nicht nur die Bruttogeschwindigkeit. Und wenn ihr einen Repeater einsetzt, könnt ihr mit der auch gleich den optimalen Repeater-Standort bestimmen. Damit das Netz wirklich einwandfrei funktioniert. Ansonsten gerade was hier die WLAN-Umgebung anbelangt, also was sind so die die Top-Störquellen, sage ich mal? Das sind vor allem andere WLAN-Netze, aber auch andere Technologien, zum Beispiel Bluetooth oder Smart Home, was auf 2,4 Gigahertz funkt. Sogenannte analoge Störer, audio video was im gleichen Frequenzbereich funkt. Und da haben wir ja viele Mechanismen in der Fritzbox drin, die das analysiert und versucht die Fritzbox optimal einzustellen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn das 2,4 GHz-Band mit bis zu 20 anderen wlan Access Points belegt ist und ihr da eine Grundlast von vielleicht 80 Prozent drauf habt, dann kann die Box da auch nicht mehr zaubern. Da muss man gucken, dass man auf 5 GHz kommt oder halt Alternativen mit Powerline, mit LAN sich schafft, um da wieder aus dieser Ecke rauszukommen. Was ihr ansonsten noch alles einstellen könnt in der Fritzbox WLAN-seitig, das gucken wir uns ganz genau in einem anderen fritz an. Wir sind mit der WLAN-Analyse hier an der Stelle aber durch. Ich hoffe, ihr könnt jetzt euer WLAN besser analysieren und versteht, warum ihr vielleicht Probleme habt, wo die Probleme liegen und was man dagegen tun kann. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie immer, rein in die Kommentare damit. Wir lesen sie, beantworten sie gerne und nicht vergessen, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.